Und wieder willkommen zurück hier bei Mass Effect 3 mit mildem Punkt. Ein bisschen beim Scannen hier und dann gleich mal ein bisschen bei der Citadel wieder ausscannen. Ja. So. Oh, ich poste ein X19. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Oder? Nein, hier sind auf jeden Fall Reaper in der Nähe. ÜLG-Sprung erfolgreich. Lohnt es sich da jetzt hinzufliegen oder fliegen wir gleich wieder? Oh, gerade so. Gerade so. Nee, hier gibt's rein gar nichts. Nicht mal ein bisschen Benzin. Aber wir haben jetzt eine schwierige Aufgabe. Wir müssen jetzt schnell Benzin kaufen, weil wir nicht zurückkommen. Und dann müssen wir durchs Massenportal. Komm, tanke schneller, tanke! Tanke! Ja, die Reaper! Wir fliegen einfach wieder raus. So. Auf zum Massenportal. Oh mein Gott, ein Reaper. Nose. Massenportalsprung. Hier habe ich gerade irgendwo. Ich war der Meinung, hier war noch irgendwo ein Sprungziel. So, den haben wir 100%. 100%. 100. 100. 100. 100. Dem Chat, da gab es nichts, haben wir ja geguckt. Ja, dann bleibt uns ja nur noch über, dass wir da nochmal dahin fliegen, ne? Ich will nur mal gucken, ob wir hier nicht noch irgendwas zum Scannen haben, weil ich glaube, die Planeten wechseln, dieses Ding. Also, diese Folge wird eh nur Scannen und Scannen und Citadel auskundschaften. Mehr wird das hier nicht, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Zu mehr werden wir es einfach nicht schaffen. Welcher war denn Tuchanka hier? War das hier Tuchanka? Das war Tuchanka, okay. Ne, wir sind auf jeden Fall nicht weiter rausgeflogen, oder haben wir das hier schon? Nein, wir haben hier noch nie was gescannt. Sonst hätten wir hier schon mal nur irgendwie eine Prozentzahl stehen. Ich weiß auch nicht, ob wenn hier keine Prozentzahl steht, ob es das überhaupt, ob es dann hier überhaupt irgendetwas gibt, oder ob die Prozentzahl überhaupt erst kommt, wenn man irgendwas entdeckt. Darauf achte ich immer gar nicht so direkt. Oh Gott, ist das eine große Sonne. Oh Gott, ist die Sonne groß. Hier sind auf jeden Fall Reaper aktiv. Ja, da kann ich auch weiter scannen. Ich hab's mit denen eh schon verscherzt. Die jagen mich ja sowieso schon durch das halbe Sonnensystem. Nicht nur durch Sonnensystem, sondern auch durch den Rest. Ihr habt mich nicht gekriegt, ihr habt mich nicht gekriegt. Ach, ja, ja. Ach Gott, sind die schon dämlich. Wie gesagt, ich habe den Respekt vor denen verloren, seitdem ein großer Dreschlund sie besiegt hat. Ich meine, es kann ja schon gut sein. Gut, das war kein richtiger Reaper, das war ein kleiner Reaper, haben sie jetzt auch gesagt. Aber trotzdem, hallo? Einfach so putz weggehauen. Natürlich. Na sicher. Klar. Bing! Und ins nächste System. So, ich kann noch mal zwischendurch. Ich wollte noch mal was kurz gucken. Priorität die Citadel, okay. Ich habe mir schon sagen lassen, auch wieder vom guten Simon, dass das Citadel-DLC erst anfängt, wenn man eine gewisse Priorität abgeschlossen hat. Den Namen habe ich mir auch aufgeschrieben. Und dann machen wir jetzt mal weiter so. Allianzkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Haben wir Landeerlaubnis? Erst nach Ronald. Allianzkontrolle, hier Normandy. Wir sind unterwegs zur Bucht 1-4, Sakara-Bezirk. Haben wir Landeerlaubnis? Oh. Cerberus of the Citadel? Was zum Teufel geht da unten vor? Selbst bei einer Fehlfunktion der Station müssten die Backups online sein. Ich habe ein übles Gefühl. Überprüfe die Notsignalkanäle. Hey, ja, hier ist Joker. Aha. Ja, ohne Witz. Commander, ich habe Thane in der Leitung. Er sagt, das sei wichtig. Sie sollten sich das anhören. Okay. Stellen Sie durch. Shepard. Die Citadel wird angegriffen. Überall sind Cerberus-Truppen und sie haben die Kontrolle über die Docks. Außer Gefahr? Nein. Ich musste ihre Elite-Soldaten im Krankenhaus umgehen und bin jetzt bei einer Ladenfront auf dem Präsidium. Hat Kai dann es geschafft? Wir wurden getrennt. Er sagte, er müsse den Rat beschützen. Ich bin unterwegs zum Hauptquartier von C-Sicherheit.
Wieso T-Sicherheit? Es wurde eingenommen. Und C-Sicherheit braucht es. Solange Cerberus es hält, haben sie auch die Station. Gut, Joker. Nicht zu den Docks. Es geht zum Hauptquartier von C-Sicherheit. Wir nehmen das Shuttle. Hauptsache, Cerberus greift die Citadel an. Wie blöd sind die denn bitte? Oh, ich will mal Javik mitnehmen. Auf die Citadel. Den nehmen wir jetzt mal mit. Ich habe jetzt mal genug von Garrus. Der stirbt immer so schnell. Hey, unmöglich. So, die Bewaffnung passt natürlich. Ist das nicht schön. So, Javik können wir natürlich noch ein bisschen skillen, aber ein bisschen was verpeilt. Verursacht 40 Schaden pro Sekunde, solange angekommene Ziele in der Luft befinden. Von allen Schadensquellen. 40%, 40 Schaden. Ja, machen wir lieber von allen Schadensquellen. Verschießen Sie 2 Zielprojektile, um 2 Ziele zu treffen, statt nur einem. Ja klar, das klingt gut, das nehmen wir, ist gekauft, ja. Verdammt, ja. Oh mein Gott. Oh, ja, Kriegsgebiet. Erst nach der Sache mit der Zauberwelle und jetzt schon wieder. Durch Cerberus, die Citadel hat es echt nicht leicht. Oh. Tschüss, die C-Sicherheit. Also der Atlas-Roboter ist auch lustig. Er schießt seine eigene schleudert seine eigene Deckung, also die Deckung von seiner Leute weg, um andere hinter der Deckung zu treffen, die dann trotzdem noch Deckung haben. Und die sich gut abschießen können. Ja, ich sehe den Plan dahinter. Verrät an den eigenen Reihen. Oh. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Wie hat es Cerberus nur geschafft, überhaupt die Citadel zu kommen? Verdammt nochmal. Okay, Leute, hier wird gekämpft. Sofort in Deckung. Deckung, Deckung. Aus dem Shuttle raus. Okay, ich habe ehrlich gedacht, dass es noch ein bisschen langweiliger wird, diese Folge. Aber anscheinend meinte das Spiel so. Ich wusste zwar, dass es einen Angriff auf die Citadel gab, aber ehrlich gesagt habe ich damit gerade überhaupt nicht gerechnet. Das wurde mir schon mal so weit gespoilert. Aber egal. Wir wollen jetzt mal unsere Black Widow ausprobieren. Die hat zwar auch nur 19 Schuss. Ich vermute mal, die geht auch durch Schilde durch und one-hitted dann trotz Schild. Bang! Bang! Okay, sie geht nicht durchs Schild durch. Und immer noch 2 Schüsse. Das heißt also, sie ist leider noch ein bisschen schlechter. Solange wir noch so wenig Munition für die haben. Und dann ist es egal. Natürlich, das Gewicht ist natürlich auch nicht so. Ja, ich brauche Deckung. Aber hier ist gerade eine Granate hingeflogen. Die Deckung war nicht mehr so gut. So, zack. Da ist ein... Ah. Guck mal, der Centurio hier. Peng! Oh, Peng! Aber wir machen 2 Schüsse pro Schuss? Ne, wir haben auch 3 Schüsse. Ach, dann ist es ja genauso gut. Dass es nur ein bisschen weniger Munition hat, das legt sich ja wahrscheinlich mit den Maschinen-Upgrades. Super! Ne, das Gewehr behalten wir. Dann ist nur das Gewicht noch ein kleines Manko, aber. Das ist ja das kleinere Übel. So ein kleines Übel muss man für so ein geiles Gewehr eingehen. So, JVEC, mach ihn platt. Mach den platt! Griff ja, na. Sehr schön. Oh, da kommen neue Truppen. Aha. Granate! Ems! Verdammt. Volle Kanne daneben. Ja, müsst ihr nicht gleich mit Granaten nach mir werfen, ey. Was ist denn das für eine Gastfreundschaft hier? Nein! Und ich glaube, Black Widow ist jetzt auch wenigstens so, dass wenn man mal nicht genau trifft. Also nicht genau den Kopf trifft, dass das auch wenigstens mal tödlich ist. Hey! Ja. Oh nein, Bailey, wo, das war Bailey der... Oh shit. Jetzt, Mass Effect geht jetzt nicht wirklich diesen Trend nach alle Helden müssen sterben, weil es der letzte Teil der Trilogie ist. Das ist ja doch total behindert, ganz ehrlich. Ich hasse sowas. Warum kann man die nicht einfach leben lassen? Warum muss es denn? Das ist so, denke ich, schon voraussehbar teilweise.
Es ist doch eher dann überraschend, dass man die da am Leben lässt. Dass man sie da los. Also wie bei Grunt zum Beispiel. Man denkt, oh, Grunt stirbt. Weil er war ja ein frühes Crewmitglied, das stirbt natürlich nicht. Aber jede andere Bekanntschaft stirbt dann. Na gut, Mulder war auch ein Crewmitglied. Ist dann gestorben. Das muss ja nicht trotzdem nicht heißen, dass jeder hier sterben muss, den man so kennt. Ja, wir reden gleich mit dir. Wir geben dir gleich ein bisschen Medikamente. Du kannst noch ein bisschen bluten, keine Sorge. Und dann beschwere ich mich, dass sie hier sterben, ja. Shepard, ich habe gesehen, wie Cerberus sie angegriffen hat. Ich dachte, das wäre ihr Ende. Bailey, was machen Sie denn hier? Ich versuche verzweifelt, das Hauptquartier zurückzuerobern. Cerberus hat es bereits eingenommen. Wir müssen sie vertreiben. Ohne das Netzwerk ist die gesamte C-Sicherheit blind. Was ist mit der Regierung? Wurden ihre Anführer etwa getötet? Sie haben sich getrennt. Wenn ich drin Zugriff auf ein Terminal bekomme, kann ich mehr sagen. Können Sie uns reinbringen? Ich kümmere mich um die Tür. Wenn mich diesmal keine Kugel unterbricht. Was heißt verteidigen? Nein, wir können gleich rein. Oh, wir haben gar keine Pistole dabei. Was ist denn das? Oh mein Gott. Ja, schleich. Ja, ist hier irgendwas? Ja? Looky. Echt? Okay. Wait. So, der C-Sicherheit-Netzwerkzugang von Cerberus. Wie soll das helfen? Cerberus kontrolliert die Hauptkanäle. Ich mache einen neuen auf. Sonst haben unsere Leute keine Chance. Hallo? Was haben Sie? Eine Warnung von Ratsherr Valern. Er soll sich hier mit dem Executor treffen. Achtung, Verrat von innen sehr wahrscheinlich. Sonst nicht viel. Aber wenn er da drin ist. Ein Ratsmitglied trifft sich mit dem Executor? Jemand von Bedeutung soll angeklagt werden. Und dieser jemand hat wohl Freunde bei Cerberus. Das Ratsmitglied weiß bestimmt mehr, auch wenn uns das wenig hilft. Okay. Wir machen ein das. Ratsmitglied ist besser als keines. Wohin muss ich? Das Büro des Executors lässt sich verteidigen. Vielleicht hat er sich bei dem Gefecht dort versteckt. Bin dran. Sekunde. Okay, Verbindung über Universalwerkzeug. Los. Ja, jetzt geht's aber los. Ja, jetzt. Das heißt, wir müssen mal wieder dem Rat im Arsch. Hey, haben Sie das alles gehört? Ja, ich nähere mich dem Gebäude. Aber das Rennen fällt mir schwer. Ich versuche, zu Ihnen zu stoßen. Oh, Zane war mal so sportlich und so ausdauernd. Ah, der Arme. Der arme, arme Zane. Wen soll ich nehmen? Ja, wen soll ich nehmen? Beide. Das Gewehr hat einen ordentlichen Rums. Und da kommt ein Briefschlitz. Ah, da kommt noch eins. Peng! Das Gewehr ist toll. Rums! Nur das Gewicht. Wir müssen uns unbedingt den Leichtbau kaufen für das Scharfschützengewehr. Leichtbau-Mod. Hat der schon hier irgendwo ein Geschütz aufgestellt? Ich hoffe nicht. Ist irgendwas explodiert. Durchschlagsmod. Wo seid ihr? Da ist ja was. Woo! Flieg und Sieg! Peng! Peng! Und rauskatapultieren. Anders kann man es mit Cerberus nicht machen, ey. Ganz ehrlich. Sowas von ehrlich. Schauen. Peng! Der ist sie. Und der auch. Truppen in der Lobby. Sie hatten sich verschanzt. Ich kann mit den Kameras alles sehen. Sie sind überall auf der Station. Verschlüsselte Notfallmeldung von Commander Bailey. Alle Officers. Cerberus Angriff im Gang. Alle Mann auf Pfosten. Pfosten. Commander, diese Leichen haben Eintrittswunden im hinteren Schädel. Die Position der Körper lässt darauf schließen, dass sie von Individuen überrascht wurden, die sie kannten. Genau wie auf dem Mars. Cerberus steht auf Schläferagenten. Die Schweine. Diese Schweine. Wahrscheinlich haben wir hier auch wieder so einen Roboter. Oh Gott, das wäre nicht schön.
Das ist ja gar nicht schön. Nachher wird Kleida nochmal von dem umgehauen, so ein Ding. Ja, ja, ich scheiße auf meinen Schutz, lass mich durch. Jedes kleine Feuer ist auch... Ha! Davor will ich mich, soll ich mich schützen? Oh, der hat mir einen schönen Schleichangriff versaut. Dankeschön. Hang! Jelvik, mach Platz da. Wenn ich sterbe, ist das Spiel vorbei. Wenn du stirbst, kann ich dich wiederbeleben. Wer ist jetzt wichtiger, hä? Hang! Waren das alle? Nein, das ist noch irgendwo einer. Ich sehe ihn nur nicht. Na toll. Nächster, du reparierst dein Geschütz nicht. Und du baust auch kein neues auf. Nein, du baust kein neues auf! Meine Güte, dass man denn immer alles doppelt und dreifach sagen muss. Nie hören die auf einen, ey. Ah, ärgerlich. So, wenigstens haben wir jetzt die Basis ein bisschen sicher. Würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von mir, mein Punkt. Tschüssi!